Sicherlich hast du auch schon mal das Problem im Excel gehabt, dass du jede Spalte anpassen musstest, wenn du was hingeschrieben hast. Auf Dauer ist das auch langweilig, frustrierend und natürlich ineffektiv. In diesem Video zeige ich dir, was du in Excel einstellen kannst, um dir diese Arbeit zu erleichtern. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in diesem Video wie immer Schritt für Schritt. Sicherlich kennst du auch das Problem, und zwar jedes Mal, wenn du hier was hinschreibst, entweder ist es zu lang oder zu kurz und man muss die Spalte jedes Mal individuell anpassen. Heute geht es darum, wie man das Ganze natürlich entgegenwirken kann. Dafür müssen wir eine Ebene tiefer gehen, und zwar heute werden wir das Ganze coden. Das heißt also, wir gehen hier runter zur schönen Tabelle 1, klicken mit Rechtsklick drauf, gehen dann zu Code anzeigen und jetzt in diesem Fenster können wir das Ganze bearbeiten, was wir haben wollen, und zwar sagen wir natürlich, das Ganze soll nicht allgemein sein, sondern Worksheet. Jetzt ist die Sache so, dass wir das Ganze in Englisch schreiben müssen. Zuerst brauchen wir den Code, das heißt also, zuallererst wollen wir die Cells.EntryColumn, so wie es da steht, Punkt. Und natürlich müssen wir jetzt hinschreiben, was er machen soll, und zwar der Autofit. Haben wir das Ganze gemacht, können wir das Ganze mit Enter bestätigen einfach, so dass wir das Ganze übernehmen. Und jetzt können wir das Fenster hier wieder schließen. Das heißt also, wir können hier oben auf X drücken und haben das Ganze jetzt übernommen. Das heißt also, wir können jetzt das Ganze ausprobieren, ob das Ganze auch wirklich funktioniert hat. Ich schreibe einfach mal was hin und wir können uns das Ganze kurz anschauen. Wenn ich jetzt Enter drücke, sollte eigentlich das Wunder passieren. Und voila, wie du sehen kannst, jedes Mal, wenn ich jetzt was hinschreibe, dann passt das automatisch an. Oder natürlich, wenn ich das Ganze ein bisschen kürzer schreibe. Voila. Ich denke mal, das wird dir in Zukunft sehr viel Zeit einsparen, dass du es nicht jedes Mal anpassen musst, die Spalten. Ich bin aber auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lass mir ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, TheCo999, in Excel verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal.